Hallo und willkommen zu meinem Video. Ich möchte euch jetzt meine Geschichte erzählen. Ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe, aber auf jeden Fall nicht mit dem Namen. Aber egal. Ich möchte euch die Geschichte erzählen von einer der wichtigsten Entscheidungen meines Lebens, die ich aber schon sehr früh getroffen habe. Also es war wirklich so, das wusste ich schon, da war ich gefühlt ein ganz kleiner Stepfke. Ja, aber die Geschichte ist jetzt etwas länger, also ich fange jetzt mal an. Ich möchte euch die Geschichte hinter dem Tag, wo ich meinen Namen geändert habe, erzählen. Okay, also. Es war so. Als ich klein war, habe ich den Namen, den ich von Geburt an bekommen habe, haben meine Eltern beibehalten. Weil sie gesagt haben, an den hätte ich mich ja schon gewöhnt und der sei ja auch ganz schön und ja und überhaupt und bla. Und die beiden haben dann halt gesagt, ja, das behalten wir jetzt einfach mal bei und so weiter. Dann, es war ein Doppelname, ehrlich gesagt, und es war der schlimmste Doppelname, den ich mir vorstellen kann. Ich hasse diesen Namen, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, dann bin ich halt aufgewachsen und meine Familie hat mich auch immer so genannt. Und dann habe ich aber irgendwann zu meinen Cousins und allen gesagt, ich würde lieber nennt mich doch lieber Marisha. Weiß auch nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Ich habe aber wirklich, also namenstechnisch haben meine Hasen Glück bisher, aber ich habe einen Stoffhasen, der heißt Hermoselis. Ich habe ein riesengroßes Stofftier, das heißt Jezebel. Ich hatte meine Orange. Die hieß Chisabel und in Gedenken an diese Orange, sie ist verschimmelt, habe ich dann mein Stofftier so genannt. Auf der anderen Seite, wenn ich so drüber nachdenke, die ersten Hasen hatten es auch nicht unbedingt leicht. Also mein erstes Häschen hatte es anfangs leicht, also der erste Name war leicht und zwar hieß die Ronja. Und dann möchte ich dazu sagen, es war zu Zeiten, wo DSDS noch toll war, das war zu Zeiten von Alexander Klaps, also da war es wirklich noch so. Da war ich so begeistert von Michelle Hunziker, weil die so witzig war. Und dann dachte ich mir, ich nenne meinen Hasen Ronja Michelle Hunziker. Ja, dann mein zweiter Hase, da dachten wir erst, es sei ein Männchen und deswegen habe ich ihn Fridolin Valentin nennen wollen. Dann hat sich aber rausgestellt, es ist ein Mädchen und dann hab ich halt den Namen umgetauft, nämlich in Mimi Fridoline Fridolin Valentin. Den alten Namen hat sie beibehalten. Den habe ich durchgezogen. Und dann mein dritter Hase, der hat dann einen, ja, da bin ich dann wirklich ausgeflippt. Der hieß Chibi, also Chibi, Basuzu, Fry, Einstein, Klopfer. Dann hatten wir als Nächstes Schnuffel, Schnuffel, Prinz Schnuffowitz. Danach gefolgt von Isabel, Hanako, Annabel und jetzt haben wir Leo, der aber eigentlich heißt Lionel, Patrick, Bugs Bunny, Riedmeier. So. Also namenstechnisch war ich schon immer sehr ausgeflippt, was das angeht. Und trotzdem, ja, um zurückzukommen zu meiner Geschichte, ja, mochte ich diesen Namen dann wie lieber. Und dann haben mich halt meine Cousins und so weiter genannt und meine Tante, die nennen mich heute noch so, witzigerweise. Ja, und dann kam ich in Kindergarten, wo alle meinen Namen aussprechen konnten, gar kein Problem, nichts und so weiter. Und dann bin ich in die erste Klasse gekommen. Und dann hat es angefangen. Oh, mein Name, den ich eh schon nicht leiden konnte, wurde so verunstaltet teilweise. Ich werde euch später dann noch Varianten davon sagen, aber das heben wir uns bis später auf, weil ganz ehrlich, diesen Namen auszusprechen ist so ein bisschen schwierig. Ja. Auf jeden Fall bin ich dann in die weiterführende Klasse gekommen. Also, nee, dann habe ich meine Klasse wiederholt, die erste, das war das. Und dann die Klassenlehrerin damals,
hat für mich was getan, also das ist so dieses, sie hat etwas für mich getan, was noch keiner davor für mich getan hat. Sie hat meinen zweiten Vornamen gestrichen. Und ab da war ich dann einfach nur noch Maria. Und damit konnte ich eigentlich echt gut leben. Ich habe den Namen schon gemocht. Also in dem Sinne von, das war dann nicht mehr dieser furchtbare Zweitname, den ich wirklich gehasst habe. Und ja, dann meine Oma und meine Mutter, die sind halb Amok gelaufen, weil sie, gerade falscher Zeitpunkt, obwohl jetzt ist ein paar Monate drüber gegangen, sind, also wirklich, die sind rasend wütend gewesen. Wie kann sie es wagen, diesen schönen Namen und überhaupt und sowieso? Und wir alle lieben diesen Namen doch so sehr. Und ob ich da nicht was sagen will. Und ich wusste in dem Moment ehrlich gesagt als Kind mehr oder weniger nicht, wie ich sagen soll: Nö, ich finde es in Ordnung. Mach das doch bitte auch so. Ja, dann sind meine ganzen Traumageschichten aufgeplatzt und dann konnte ich den Namen gleich dreimal nicht mehr hören. Ich konnte ihn einfach nicht mehr hören. Ich habe es gehasst. Jedes Mal, wenn jemand mich angesprochen hat, war das wie so ein stechender Trigger, der mich immer wieder getroffen hat. Und dann war es so, als dann der Zeitpunkt so weit war, dass ich dann überlegt habe, dann habe ich die Schule verlassen und dann habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt in einer neuen Schule anfange, das ist meine Chance. Und dann habe ich mich Lilly irgendwas, Lilly Vivian, glaube ich, getauft, damit ich einfach einen anderen Namen höre. Es ging, ehrlich gesagt, schief. Es ging völlig schief. Es war nicht der Name, der zu mir gepasst hat. Es war alles. Ich habe mich nicht drin wohlgefühlt. Es war. Also, das war nicht das Richtige. Ja, dann kam so der Zeitpunkt, wo ich halt mir überlegt hatte, was mache ich jetzt? Also entweder ich lebe mit dem Namen bis ans Ende aller Tage oder eben nicht. Und ja, den zweiten Teil dieser Story erzähle ich euch jetzt in einem zweiten Video, weil dann haben wir mehr Videos und dann habe ich für den Monat schon mehr produziert, weil ich habe zurzeit ständige Sorge wegen den Feuerwerken und so. Also bei uns in der Nachbarschaft knallt ständig, das ist echt gruselig. Ja, und deswegen teilen wir uns das jetzt mal auf den zweiten Teil auf. Ich werde euch jetzt auch nicht die typische Abmoderation dieses Mal geben, aber schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr sowas Ähnliches auch schon mal erlebt habt. Ja, und das war dann alles für die Sache. Ich kann es nicht. Das ist wie ne, das ist, also schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr dazu meint bis jetzt. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.tretemann@outlook.com. Damit hätten wir geklärt, das ist eine Zwangsneurose, dieser Satz, aber gut, hätten wir das auch mal für mich abgeklärt. Gut, wir sehen uns im zweiten Teil. Bis dahin, tschüss!